Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal einmal darum gehen, Automatenbusiness versus digitaler Nomade. Klingt ein bisschen komisch der Titel, aber ich will es erklären. Und zwar ist ja immer so die Frage, ja, was möchte ja glaube ich jeder mit einem Unternehmen so erfolgreich sein, beziehungsweise so sein, dass man vielleicht ein bisschen mehr Freiheit hat, dass man sich frei gestalten kann, freien Ort aussuchen kann und so weiter. Ist das überhaupt möglich mit einem Automaten-Business? Weil man muss immer auffüllen, wenn der Kunde anruft und sagt, hier bleibt irgendwas stecken oder sowas oder klemmt irgendwas, dann kannst du hinfahren und das regeln. Also zu sagen, man ist passiv, ist es wirklich nicht, es ist eher aktiv. Also es ist kein passives Einkommen. Klar, beim Vorgang des Ziehens oder beim Vorgang des Kaufens musst du nicht dabei sein als Betreiber, das ist klar. Aber du musst auffüllen, du musst da sein, wenn Kunden Probleme haben. Also ist es nicht passiv, sondern du musst immer bereit sein, falls was los ist. So, und das kommt tatsächlich, ist nicht selten, das kommt schon mal vor. Das gerade jetzt bei mir wieder, dann ist der Aufzug irgendwie, der Lift ein bisschen schwieriger. Beziehungsweise der Lift, ich habe jetzt kürzlich, die paar Mal war das so, dann die Getränke nicht richtig abgegeben in den Ausgabeschacht, ja, dann fallen die runter oder werden gar nicht erst abgegeben. Ja, und dann hat man halt das Problem, dass der Kunde sagt, ich kriege mein Produkt nicht, der kann sie hinfahren und das klären. So, und das ist tatsächlich letzten Tage zweimal vorgekommen, in einem Tag, zweimal. Und das ist natürlich doof. Ja, und der Begriff digitale Nomade heißt ja auch, dass man von überall aus arbeiten kann. Ja, man braucht nur einen PC, man braucht vielleicht eine Kamera, wenn man Videos macht. Und dann kann man im Grunde genommen von überall aus arbeiten. Ne? Seine Videos drehen, irgendwas machen, wie auch immer. So, und jetzt ist der Gedanke, auch bei mir, ja, wie kann man das regeln? Mein Wunsch ist es ja, irgendwann nach Hamburg zu ziehen. Und es ist die Frage, wie kann man das hinkriegen? Und deswegen auch die Idee der Vermietung. Denn wenn man diese Automatenstandorte vermietet, dann sind praktisch die Betreiber ein anderer, nämlich der es vermietet hat. Und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt würde ich die Miete dann halt nehmen, ein paar Jahre. Und dann würde ich sogar sagen, sowas wie Mietkauf, da können sie Standorte bzw. auch die Automaten behalten. Das ist eine Möglichkeit, um nicht unbedingt gebunden zu sein. Bus, die Sache ist, als Automatenaufsteller, entweder man stellt die Automaten da auf, wo man wohnt, in der Nähe. Wenn man dann wegziehen möchte oder sowas wie Nomade sein, sag ich mal, ist natürlich tatsächlich als Automatenaufsteller schwieriger. Das muss man schon sagen. Klar kann man die Automaten auch hin und her transportieren. Man kann sie auch zum Beispiel dann da irgendwo aufstellen, wo man Standorte suchen, wo man vielleicht in der Nähe wohnt. Aber diese ganze Transportiererei, gerade der Automaten, das mögen die gar nicht so gerne, ehrlich gesagt. Also ich habe das jetzt auch selbst mitbekommen, wie empfindlich die teilweise sind. Und dass die auch mal schnell kaputt gehen können. Also viel hin und her. Liebsten mögen die das, wenn sie irgendwo stehen. Und am besten dort über Jahre stehen. Ich denke, das ist auch klar. Also dieses mobile Sein sollte man auch nicht übertreiben bei den Automaten. Ja, das war mal so Gedanken zum digitalen Nomade. Beziehungsweise kann man als Automatenaufsteller eigentlich auch Nomade sein, in Anführungsstriche. Eher weniger, wie gesagt. Man sollte schon in der Nähe sein, wo seine Automaten stehen oder eben Personal haben, die sich damit auskennen, die auch eben im Notfall, wenn Kunden anrufen, beziehungsweise dann eben auch auffüllen können. Und das wäre vielleicht in meinem Fall, entweder wenn ich jemanden anstellen würde, dann müsste ich wieder Geld bezahlen, was natürlich für mich aktuell, wo die Raten noch sind, sehr schwierig ist. Wenn die Raten weg wären, wäre es vielleicht möglich, aber bis 2030 ist es fast unmöglich, würde ich sagen. So, vermieten könnte ich sie. Ab 2030, wie gesagt, dann ist es wieder alles einfacher. Dann werde ich auch mit meinen Automaten, denke ich mal, fast 1.000 € über haben, schätze ich mal. Dann ginge das alles. Ja gut, das waren mal so Gedanken zum Automaten aufstellen und digitaler Nomade. Wie gesagt, wenn man Automaten hat, sollte man in der Nähe sein. Es macht wenig Sinn, dann zu meinen, das ist ja alles passiv und dann gehe ich mal woanders hin oder sowas. Also das bringt es, glaube ich, nicht. Man sollte schon in der Nähe der Aufstellung sein, damit man eben auch reagieren kann. Es sei denn, du hast Personal, die es für dich machen, wo du nicht unbedingt vor Ort sein musst. Was vielleicht als richtiger Unternehmer, wenn man irgendwann 50 oder 100 Automaten hat, sicherlich
sinnvoll wäre und das ist dann wirklich unternehmerisch tätig sein tatsächlich, dass man selbst nicht mehr unbedingt auffüllen müsste. Ich denke, das sollte auch dann vielleicht irgendwann mal das Ziel sein. Aber da muss man wirklich schon, wie gesagt, 50 bis 100 Automaten haben, damit sie auch irgendwo ein Personal auch lohnt, sag ich mal. Gut, ja, ich würde sagen, das war's fürs kleine Video, fürs kleine Dienstagsvideo heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns demnächst. Ciao.